Hallihallo, meine Lieben, ich bin die Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Heute Frage Freitag, immer mein Lieblingstag, der Freitag. Wir klären alle deine Fragen. Und tatsächlich sind viele Fragen reingestolpert über die Story. Die habe ich mir alle aufgeschrieben, die gehen wir natürlich durch. Jetzt ist es so, wenn du live dabei bist, kannst du natürlich hier auch gerne live deine Frage reinstellen. Du kannst hier gerne auf Instagram das Fragetool nutzen. Da gibt es so diese Sprachbubble, diese Sprachkreis, wie heißen das? Ihr wisst schon, was ich meine. Mit dem Fragezeichen drin, da dürft ihr gerne eure Frage reinstellen oder auch einfach in die Kommentare. Das heißt, jede Frage, die du hast zum Thema, wie kannst du abnehmen, zum Thema Insulinresistenz besiegen, zum Thema, was auch immer dir gerade auf dem Herzen liegt, zum Thema exogene Ketone, da habe ich auch wirklich die meisten Fragen, die jetzt über die Story reinkamen. Da ging es tatsächlich um die Ketone. Immer mehr Leute sind wirklich interessiert, die auszuprobieren. Viele von euch sind auch noch ein bisschen kritisch, haben ein bisschen Zweifel. Und von dem her, nutzt die Chance und stell mir wirklich all deine Fragen, alles, was du wissen willst. Das klären wir heute hier auf jeden Fall. Genau, ich würde gleich mal reinstarten. Das heißt, wenn jetzt nicht gleich die erste Frage hier schon live kommt, dann gehen wir einfach die Fragen durch, die schon abgegeben wurden. An dieser Stelle auch danke an alle, die so fleißig Fragen eingereicht haben. Die meisten sind dann eben dabei, die sagen, hey, ich kann nicht live dabei sein. Das Ganze wird natürlich abgespeichert und du kannst es dir dann im Nachgang anschauen. Also wir haben die Ariane mit der ersten Frage, wie oft sollte man Ketone nehmen? Das kommt natürlich total auf dein Ziel drauf an. Ja? Die meisten, die bei mir hier landen, wollen tatsächlich abnehmen. Die meisten haben eine Insulinresistenz. Viele wissen noch gar nicht, dass sie eine Insulinresistenz haben. Und wenn du da einmal die besten Ergebnisse haben möchtest, macht es durchaus Sinn, so wie es der Hersteller empfiehlt, zweimal am Tag. Ich habe aber jetzt, danke Sigi für das Herz auf dem Kopf, ich habe wirklich viele Kunden, die Ketone auch nur einmal am Tag trinken und die trotzdem gute Erfolge haben und gute Resultate haben und damit auch happy sind und auch sagen, hey, auch vom Energielevel her, das reicht mir eigentlich. Also ich brauche gar nicht unbedingt zweimal am Tag. Das Coole ist, da gibt es halt auch kein richtig und kein falsch. Du kannst es so machen, wie es für dich passt. Wenn du es nur einmal am Tag nehmen möchtest, nimmst du es einmal am Tag. Wenn du es zweimal am Tag nehmen möchtest, nimmst du es zweimal am Tag. Und das muss auch nicht jeden Tag gleich sein. Vielleicht hast du einmal einen Tag, wo du richtig müde bist, da bist du richtig down irgendwie, hast vielleicht auch schlecht geschlafen, brauchst ein bisschen mehr Energie, dann nimmst du einfach noch ein zweites Mal, weil du dann am Nachmittag vielleicht noch was fertig machen musst in deinem Job oder noch trainieren gehen möchtest oder so. Solltest du vielleicht nicht unbedingt machen, wenn du krass schlecht geschlafen hast. Aber du verstehst, was ich meine. Du kannst die so einsetzen, wie es für dich am besten in den Alltag passt und wie es dir am besten auch hilft. Ja? Das heißt, da gibt es kein richtig und kein falsch für den optimalen Nutzen, gerade eben im Punkt, wo Insulinresistenz besiegen, Typ 2 Diabetes besiegen, in Kombination mit einer Ernährungsumstellung, macht natürlich schon Sinn, auch zweimal am Tag zu nehmen. Aber wie gesagt, viele haben auch Erfolge nur mit einmal am Tag. Dann haben wir die Kerstin. Kerstin, okay, das ist jetzt eigentlich keine Frage, egal, ich lese trotzdem vor. Man liest ja auch sehr viel Negatives über die exogenen Ketone. Auf jeden Fall. Also das Netz ist voll von Positiven, von Negativen. Du musst halt immer bitte rausfiltern, was ist die Quelle, wer redet denn da, hat die Person Ahnung von Ketose und das so ein bisschen rausfiltern. Ja? Eine gute Quelle, was ich dir empfehlen kann, wenn du dich mit Studien auskennst tatsächlich, ist PubMed. Ja? Da gibt es wirklich schon echt einige Studien. Die Lieblingsstudie, die zitiere ich ja auch immer, die ich habe, wo es um den Blutzucker geht, wo man wirklich schon sieht, okay, nur noch die Gabe von einem Ketonsupplement in Form von Ketonsalzen oder Ketonestern tut sich wirklich was am Blutzuckerspiegel. Ja, das ist natürlich nicht die Message, die ich da raustragen möchte, sondern natürlich sollst du auch parallel deinen Lebensstil umstellen. Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung, das ist immer das A und O. Das lernst du mit hier bei mir auf meinem Kanal, bekommst du auch mit dazu eine komplette Guideline, was du in den einzelnen Teilbereichen in den einzelnen Elementen tatsächlich umsetzen kannst, um das Ganze zu erreichen, bekommst du von mir auch gratis mit dazu bei deiner Bestellung der Ketone. Das heißt, und dann halt auch aufpassen, um welche Ketone geht's, ja, weil ganz oft, was du da findest an negativer Presse, da geht's um die Himbeerketone, da geht's um keine Ahnung was für Ketotropfen, die natürlich nicht funktionieren, weil da gar keine Ketonkörper zum Beispiel drin sind, ja. Da muss man echt immer unterscheiden, was ist es für eine Quelle? Ja, was ist es für eine Quelle? Wer steckt dahinter? Und um welche Ketone handelt es sich? Ja? Das heißt, im Zweifel immer auch mal einfach neutrale Plattformen konsultieren, wie zum Beispiel PubMed, wo einfach die Studien reingepostet werden.
Und dann einfach da mal ein bisschen recherchieren und gerne natürlich auch alle Fragen stellen, die du hast. Ja, ich kann jetzt mit der Aussage, ist halt schwer für mich, da jetzt irgendwie was zu erklären, weil da steht gar keine Frage dahinter. Das heißt, das kann ich dazu sagen. Wenn du da konkrete Fragen hast oder ein konkretes Argument hast oder konkretes Thema, eine konkrete Situation, dann super gern einfach damit rausrücken sozusagen und dann reden wir darüber, dann kann ich dir das besser erklären. Genau. Dann fragt die Anita, wie kann ich schnell 20 Kilo abnehmen? Okay, diese Frage würde ich am liebsten rausschmeißen hier. Die beantworte ich nicht. Also Thema Abnehmen und schnell in einem Wort, in einem Satz, ist schon mal das Problem der Geschichte. Ja? Das kann schon mal nicht funktionieren. Oh, ich merke gerade, ich habe meine Klima gar nicht angemacht. Das mache ich jetzt noch. Das hole ich nach, weil sonst gehe ich hier gleich ein. Genau. Das heißt, schnell irgendwie abzunehmen, kannst du wahrscheinlich eh vergessen. Vor allem bei 20 Kilo, hey, da reden wir von einer krassen Insulinresistenz wahrscheinlich. Das wird ein bisschen dauern, bis die besser wird, bis dann auch das mit dem Abnehmen funktioniert, ja. Das heißt, abnehmen wie alles im Leben, gesund zu werden und so weiter, es braucht immer einen guten Lebensstil. Es geht nicht immer nur um die Ernährung alleine, sondern auch die Bewegung, der Schlaf, die Nährstoffe und auch die Stressregulierung. Das spielt alles wirklich mit rein. Ja, das bedeutet, um diese fünf Elemente kümmerst du dich. Ja? Diese Guideline kannst du bei mir auch so kaufen, auch wenn du keine Ketone dir holst. Definitiv, da hast du alles zusammengefasst aus den letzten 2, 3 Jahren, was ich zu diesen Themen zu sagen habe. Ja? Das ist natürlich eine coole Sache, weil du da wirklich eine gute Guideline hast und eine Anleitung, wie du es tatsächlich machen kannst. Du findest aber auch hier in meinem Profil einiges darüber. Ja? Du findest im Story-Highlight Insulinresistenz das Ganze, das Wichtigste eigentlich. Du findest im Story-Highlight Blutzucker, Tipps, wie du deinen Blutzucker stabil halten kannst und. Also du hast dann wirklich massig, massig, massig Input. Und wenn du was zu verstehen musst beim Thema Abnehmen, der Blutzucker spielt eine entscheidende Rolle. Die wenigsten wissen das. Die wenigsten wissen ja auch, dass sie eine Insulinresistenz haben. Jeder Zweite da draußen hat eine Insulinresistenz. Die meisten natürlich, ohne dass sie es wissen. Ist mit der Grund, warum du nicht abnehmen kannst, ist mit der Grund, warum bei dir ein paar andere Themen vielleicht auch nicht so gut funktionieren im Körper. Wenn dein Insulinlevel nämlich hoch ist, kann gar kein Fettstoffwechsel stattfinden. Das heißt, Ziel ist erstmal, das Insulinlevel niedriger zu bekommen. Und das kriegst du hin, indem dein Blutzucker nicht den ganzen Tag Achterbahn fährt. Das heißt, den Blutzucker wollen wir stabil halten. Und das lernst du eben bei mir, unter anderem im Story Highlight Blutzucker, wie du deine Ernährung so gestalten kannst, dass der Blutzucker stabil bleibt, dass er nicht die ganze Zeit Achterbahn fährt, ja? Mit der Art der Lebensmittel, die du auswählst und diese auch klug einsetzt. Das ist so das A und O. Und das ist so das Wichtigste. Und es geht nicht um einfach nur Kaloriendefizit und Bewegung und dann nehme ich ab. Diese Rechnung, wenn die funktionieren würde, sind wir mal ehrlich, wenn es nur das wäre, dann wären wir, glaube ich, alle schlank und alle gesund, weil so schwer ist es dann nicht, oder? Aber Fakt ist, der Körper ist ein bisschen komplexer als das und diese Regel funktioniert halt nicht immer. Ja, man kann die nicht einfach ausklammern und sagen, die Regel stimmt nicht. Die stimmt natürlich. Aber die stimmt halt auch, wenn der Körper gesund ist, ja? Und die meisten Körper da draußen, die sind leider nicht gesund. Da haben wir einfach metabolisches Syndrom schon am Start, die Insulinresistenz, Bluthochdruck, vielleicht schon Typ-2-Diabetes und, ja. Das heißt, da haben wir wirklich gravierende Stoffwechselerkrankungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und deswegen funktioniert es auch nicht nur Kaloriendefizit und Abnehmen. Du musst deinen Blutzuckerspiegel auch betrachten. Du musst lernen, wie du blutzuckerkonform essen kannst, damit du einfach auf Dauer einen Lebensstil für dich entwickeln kannst, Gewohnheiten in dein Leben holen kannst, die zu deinem Alltag werden. Weil es hilft dir ja nichts, wenn du irgendeine Diät machst, dann machst du die, keine Ahnung, 12 Wochen, dann hast du 10 Kilo abgenommen, bist happy, dann gehst du wieder zurück in deine alten Muster, du hast nichts gelernt, du machst die gleiche Scheiße wieder und dann nimmst du wieder zu, der Jojo-Effekt kommt. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Also ich glaube, hier ist wahrscheinlich keiner in dem Live, der diese Situation noch nie erlebt hat. Sind wir mal ehrlich, ja, weil die Leute, die zu mir kommen, die sind eben Menschen, die alles schon versucht haben. Nichts funktioniert. Jede Diät irgendwie ausprobiert, 100.000 Dinge ausprobiert und nichts funktioniert. Übrigens, an alle, die jetzt später auch live noch mit dazugekommen sind, das ist ein Frage-Live. Es steht sogar oben, ja. Ich habe noch keine einzige Frage von euch erhalten. Was ist denn da heute los? Schlafen noch alle am Freitag. Wobei bei euch ist es schon Abend, ne? Also ich glaube eher nicht. Das heißt, wenn du eine Frage hast zum Thema Ernährung, Insulinresistenz, zu den Ketonen, was auch immer du hier fragen willst,
nutzt die Gelegenheit zum Thema, welche Lebensmittel sind gut, welche schlecht, wo bist du dir unsicher. Das können wir hier gerne einfach alles klären. Alles, was ich beantworten kann, gebe ich dir gerne mit auf den Weg. Ansonsten, ich habe hier auch noch genügend andere Fragen stehen, die über die Story abgegeben wurden. Da machen wir die natürlich auf jeden Fall weiter, keine Sorge. Also ich bin jetzt nicht arbeitslos, wenn hier keine Fragen kommen. Aber es ist schon auffällig, weil normalerweise gehen hier die Fragen immer über und ich komme gar nicht nach. Also das ist schon wirklich sehr, sehr selten. Aber ich finde ich auch mal gut, weil dann ist es nicht so anstrengend, das live für mich. Das ist super, dass er da auf mich achtet. Das finde ich total, total aufmerksam. Sehr gut, jetzt traut sich wahrscheinlich keiner, meine Frage zu stellen. Genau, also Anita, das ist jetzt absolut nicht die Antwort, die du hören wolltest, das weiß ich, ja. Aber ich gebe dir da halt einfach eine ernsthafte, ehrliche Antwort. Weil es bringt halt nichts, wie gesagt, jetzt die nächste Diät zu machen und dann schnell deine 20 Kilo abnehmen, wie du sagst. Das macht keinen Sinn. Du musst einfach lernen, wie du einen gesunden Lebensstil an den Tag legst. Gewohnheiten in dein Leben holen, die dein Alltag werden, die du dein Leben lang durchhalten kannst. Eine Diät ist viel zu einseitig, die ist viel zu restriktiv, als dass du sie ein Leben lang durchhalten kannst. Wahnsinnig wichtig. Die Zana fragt, mit welchen Kosten muss ich denn bei den Ketonen rechnen? Also grundsätzlich, wenn du es runterbrichst, einmal am Tag Ketone trinkst, ungefähr 5 Euro für deine Gesundheit. Ja? Wenn du zweimal am Tag trinkst, dann natürlich 10 Euro, wobei du die Möglichkeit hast, wenn du regelmäßig Ketone trinkst, das nutzen ganz viele meiner Kunden, wirklich eigentlich alle bei mir, die regelmäßig Ketone trinken, die aktivieren ihr Smart Chip. Ist im Prinzip eine monatliche Bestellung, die immer wieder kommt. Keine Sorge, kein Abo, kannst du jederzeit auch stornieren, also quasi canceln, abmelden sozusagen, wenn du es nicht mehr haben magst. Und damit kannst du noch mehr sparen. Du kannst nämlich da Punkte sammeln, die Punkte wieder einlösen. Somit kannst du sogar bis zur Hälfte auf deine Ketone sparen. Das ist halt schon sehr, sehr cool. Genau. Und bei mir ist es halt auch so, wenn du die Ketone bei mich bestellst, bekommst du meine Betreuung mit dabei, ja, mit dazu. Das allein ist schon viel mehr wert als die Ketone selbst, ja. Versteht sich hoffentlich von alleine, plus tatsächlich auch ganz viel gratis Info. Diese Guideline, über die ich gerade gesprochen habe, die 5 Elemente gegen Insulinresistenz mit Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe und Stressregulierung, das kriegst du alles kostenlos mit dazu. Plus einen 8-Stufen-Plan, wie du Schritt für Schritt deine Ernährung umstellen kannst, in Kombination mit den exogenen Ketonen, Ernährungsempfehlungen, Beispiele für gesunde Lebensmittel, eine Faustformel für deine gesunde Mahlzeit. Plus einiges noch extra Zugriff auf meine Kunden-VIP-Gruppe. Das heißt, du bist auch nicht alleine. Das heißt, da sind über 250 Menschen mit wahrscheinlich ähnlichen Problemen, ähnlichen Zielen wie du. Genau, über meinen Link. Also letztendlich kannst du, der schnellste Weg, Zana, ist jetzt für dich. Du bist ja auf TikTok, ist aber auf jeder Plattform gleich. Der Linktree, mein Profil, der allererste Link. Der führt dich in mein WhatsApp, den kannst du nutzen, dann kommst du in mein WhatsApp, dann kannst du mich kontaktieren, da ist der Text auch schon vorgefertigt für die Ketone, schreib gerne auch dazu, dass du hier mit im Live warst, schreib deinen Namen unbedingt dazu, ich mag mal wissen, mit wem ich da schreibe, ich will so die geilsten Leute, die einfach die Nachricht abschicken, so ohne irgendwie dazu zu schreiben, wer sie sind. Wahrscheinlich denken sie oder verstehen nicht, dass man da noch was dazu schreiben kann. Das ist bestimmt keine Absicht. Also schreib deinen Namen dazu, da freue ich mich auf jeden Fall. Und dann schicke ich dir mehr Infos zu den Ketonen. Gerne auch den Shop-Link, wenn du sie ausprobieren magst. Ja? Das heißt, gerade haben wir auch ein cooles Angebot. Es rentiert sich gerade auf jeden Fall. Plus eben das alles extra mit dazu gibt es halt, wenn du die Ketone bestellst. Trage Sensor und mein Blutzucker ist konstant seit 8 Tagen unter der Grenze. Okay. Das ist schon mal super. Also das heißt, wahrscheinlich wirst du dich auch relativ ketogen ernähren, Zana, sonst wäre der Blutzucker auch nicht so stabil. Finde ich super. Klingt doch gut. Genau. Also freue ich mich auf jeden Fall auf deine Nachricht, Zana. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Ansonsten sorry. Und genau. Wichtig ist mir halt auch erst, dass ihr halt auch versteht, was die Ketone können. Ja? Weil ich mag ungern Kunden haben. Ich habe das immer mal wieder, wo ich mich frage, so Alter, ich sag so oft, was ist los? Die denken, sie trinken Ketone und nehmen dann auf wundersame Weise ab. Das wird nicht funktionieren. Es gibt niemals eine Pille, ein Getränk, ein Pulver, was auch immer, was du nur trinken, essen, rauchen, schnupfen musst und dann nimmst du automatisch auf wundersame Weise ab, obwohl du sonst nichts veränderst. Das wird es nicht geben. Niemals, niemals auf dieser Welt wird es das geben. Das kann nicht mal AI produzieren, sowas. Also künstliche Intelligenz. Die kann schon sehr viel, aber das geht einfach nicht. Ja? Das heißt, du musst natürlich immer auch lernen, wie du deinen Körper optimierst. Mit Ernährung, mit Bewegung, mit Schlaf, mit Nährstoffe und mit Stressregulierung. Und das lernst du eben bei mir. Und natürlich kannst du abnehmen auch ohne Ketone. Auf jeden Fall. Ja? Wenn du mich fragst, muss ich die Ketone nehmen, um abzunehmen? Natürlich nicht. Also du kannst es auch alleine schaffen. Für viele ist es halt alleine echt schwierig. Haben schon viele ausprobiert, hat nichts funktioniert. Warum?
weil hauptsächlich ständig Heißhunger da ist. Der Heißhunger ist da, weil der Blutzucker immer Achterbahn fährt. Das heißt, an der tiefsten Stelle deines Blutzuckers ist dann der Moment, wenn du wieder Heißhunger kriegst, dann musst du wieder was essen, dann geht es wieder nach oben und so weiter. Ja? Das heißt, Heißhunger ist, was ich zumindest die Erfahrung mache, ja, mit jetzt über 800 Kunden mittlerweile. Heißhunger ist die größte Hürde bei Menschen beim Abnehmen. Und dann sagen die halt immer, boah, ich bin nicht konsequent genug. Ich habe nicht genügend Disziplin, darum klappt es nicht. Das ist Quatsch. Also erstens mal, sprich ein bisschen netter mit dir, das wäre so das Erste. Und zweitens, da geht es nicht unbedingt um Disziplin, weil wenn dein Blutzucker tatsächlich die ganze Zeit Achterbahn fährt, wenn ich das habe, dann bin ich auch nicht diszipliniert. Dann muss ich auch wieder was nachschieben. Ich habe halt den Vorteil, ich trinke dann halt einfach die Ketone, wenn mir das mal passiert, wenn ich was erwische. Hallo Kerstin, schön, dass du dabei bist. Wenn ich wirklich mal was habe, wo der Blutzucker nach oben steigt, weil ich absichtlich mir was aussuche, was ich esse mit Zucker, was schon lange nicht mehr vorgekommen ist, weil es mir gerade echt gar nicht gut tut. Aber oder mal weiß, okay, ist krass angestiegen wegen irgendwas, vielleicht Obst auf nüchternen Magen gegessen, auch das mache ich eigentlich nicht mehr. Aber wenn das mal vorkommt, der schießt nach unten, der Blutzucker, ich werde müde, ich kriege Heißhunger, habe dann dieses Gefühl, so, boah, ich kann mich hinlegen und schlafen, das ist bei mir immer so dieses Gefühl. Und dann trinke ich halt die Ketone und dann ist auch wieder gut, ja, weil diese Blutzuckerregulierung der exogenen Ketone, das geht auf beide, es geht beidseitig. Also die senken nicht nur den Blutzucker, sondern stabilisieren halt einfach den Blutzucker, auch wenn er nach unten crasht. Und dann ist natürlich so, die größte Hürde, die du hast beim Abnehmen, nämlich der Heißhunger, dass du es halt nicht durchhalten kannst, das ist halt einmal schon mal eliminiert tatsächlich durch die Ketone. Und das ist halt echt super praktisch, weil dann fällt es dir leichter in puncto Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, dass du einfach gewisse Dinge umsetzen kannst, gerade in puncto Ernährung, weil es dir viel leichter fällt, auf Zucker zu verzichten. Wenn du besser schläfst, hast du generell ein besseres Leben, ja? Also wenn du mir schon länger folgst, weißt du genau, wie wichtig Schlaf ist. Und wenn die Tiefschlafphase verlängert wird durch die Ketone, ist das natürlich eine geniale Sache. Aber auch dieses Thema Blutzuckerregulierung, eben, dass du keinen Heißhunger mehr hast, das ist wirklich genial. Auch das Thema mehr Energie. Mehr Energie zu haben in Ketose, magst du dich automatisch mehr bewegen, bist automatisch aktiver. Und das sind halt indirekt Dinge, wo dich die Ketone unterstützen, damit dir das Abnehmen, die Umstellung in einen gesunden Lifestyle, damit dir das viel, viel leichter fällt. Ja. Also das ist so die Kunst dahinter. Ja, es ist kein Wunderabnehmmittel. Wie gesagt, sowas gibt es nicht. Und das ist wichtig für mich, dass du das verstehst. Weil wenn du hier einfach Ketone bestellst und denkst, geil, das nehme ich ab, dann bestell lieber keine oder bestell sie bitte woanders, weil dann muss ich mich nicht um dich kümmern. Das ist nämlich super anstrengend, ja. Wenn die Leute immer nicht verstehen, dass der Lebensstil einfach dazugehört, ja. Und ich will nur mit solchen Kunden arbeiten, die das verstehen und die auch gewillt sind, was umzusetzen und was zu verändern. Genau. Jetzt haben wir einige Fragen. Ich gehe mal der chronologisch nach, dass es hier fair ist. Ein hübsches Gesicht, ja. Vielen Dank. Ich habe alle paar Wochen mal mit Heißhunger auf Zucker, da esse ich 3 bis 4 Tafeln Schokolade und dann okay. Das ist natürlich nicht die Sache, die wir haben wollen, ja. Kann ich dir nicht empfehlen, wird dir nichts bringen. Wie genau wirken die Ketone im Intermediärstoffwechsel? Was ist der Intermediärstoffwechsel? Das musst du uns mal aufklären. Dann kann ich dir gerne diese Frage beantworten. Sanopol-Forte ist momentan in vieler Munde, sollen anscheinend die Mitochondrien auf Touren bringen. Hast du Erfahrungen damit? Das kenne ich nicht. Man müsste halt schauen, was da drin ist tatsächlich. Ja. Ich nehme PCOQ oder Coenzym 10, ja, für die Mitochondrien. Das hilft nämlich zum einen, die Mitochondrien zu stärken und zum anderen tatsächlich neue Zellen auch wieder zu bilden, ja, mehr Mitochondrien zu bilden, sagen wir so. Mitochondrien, wer jetzt nicht weiß, was das bedeutet, sind die Kraftwerke deiner Zelle. Also das in deinem Körper, was für Energie sorgt, was Energie produziert, sagen wir mal, ja. Und je mehr Mitochondrien du hast, übrigens auch dann je mehr Muskeln du hast, desto mehr Mitochondrien, je mehr Mitochondrien, desto stärker bist du, desto kraftvoller bist du, desto mehr Energie hast du, sagen wir es so, genau. Was da drin ist in diesem Medikament oder Supplement, da kann ich dir jetzt nichts dazu sagen, müsstest du einfach mal googeln und schauen, was da drin ist. Und wenn natürlich solche Nährstoffe drin sind, die deine Mitochondrien unterstützen, dann ist das natürlich eine coole Sache. Auf jeden Fall auch immer aufpassen. Wie gesagt, ich kenne das nicht, musst du schauen.
aufpassen, was noch drin ist. Oft haben wir halt einfach Zugabestoffe damit drinnen, Füllstoffe oder was auch immer, die den Körper nicht besonders gut tun. Oder irgendwelche Süßungsmittel noch, wo wir sagen, ah, da wird der Blutzucker echt richtig stark ansteigen damit. Dann lieber halt was anderes aussuchen. Ja. Das heißt, da einfach mal gucken, genau, was du noch nutzen kannst. Also, Intermediärstoffwechsel, sehr gerne hier, auch wenn jemand anders, hey, wenn hier schlaue Leute in dem Live sind, Heilpraktiker, Ärzte, Therapeuten, hey, gerne aushelfen hier. Ansonsten kann ich dir halt erklären, natürlich, vielleicht ist das auch genau das, was du meinst, wie die Ketone einfach wirken. Ja? Also grundsätzlich, das wollte ich eh noch erklären, wenn du, was ist der Unterschied zwischen exogenen Ketonen und der endogenen Ketose? Weil dein Körper stellt dir normalerweise die Ketone selber her. Ja? Das heißt, wenn du dich ketogen ernährst, also auf Kohlenhydrate verzichtest, oder wenn du fastest, gar nichts isst, oder wenn du extrem körperlich harte Anstrengungen hast, entweder krassen Sport machst oder einfach auch körperlich den ganzen Tag arbeitest und nichts oben reinschiebst, in Form von Zucker oder Kohlenhydraten, was dir wieder Energie geben würde, würde der Körper irgendwann anfangen, selbst Ketonkörper zu produzieren. Das bedeutet, deine Leber baut aus dem eigenen Körperfett Ketone. Und das nennt sich Ketogenese. Und damit bist du dann auch in Ketose, weil du die Ketonkörper im Blut hast. Mit den exogenen Ketonen ist es so, da musst du gar nicht auf Kohlenhydrate verzichten oder fasten, also sprich dich ketogen ernähren oder fasten. Du trinkst einfach die exogenen Ketone, löst sie in Wasser auf und trinkst sie und die bringen dich innerhalb einer Stunde in Ketose. Ja, dann hast du auch mehr Fokus, du hast mehr Energie, indirekt eine erhöhte Fettverbrennung mit gleichzeitigem Muskelschutz, besseren Schlaf, bessere Haut, bessere Verdauung, Blutzuckerregulierung, weniger Entzündungen. Das kommt einfach alles mit dazu. Ja? Das heißt, das Geniale ist, du kannst in Ketose kommen mit der Definition, Ketonkörper im Blut zu haben, auch wenn du sie extern zuführst. Du musst du halt unterscheiden zwischen exogener Ketose, wenn du sie extern zuführst, und der endogenen Ketose, wenn sie der Körper selber herstellt. Der einzige Unterschied, endogen bist du wirklich im Fettstoffwechsel. Körper stellt die Ketone selber her. Exogen, nur weil du die Ketone trinkst, da wirklich Vorsicht, weil manche behaupten das auch. Weiß ich nicht warum, vielleicht weiß es auch nicht wissen. Wenn du exogene Ketone trinkst, heißt das noch lange nicht, dass du im Fettstoffwechsel bist. Vorsicht, ja. Fettstoffwechsel, Ketogenese, erst wenn der Körper die Ketone selber produziert. Aber indirekt, wie gesagt, helfen die Ketone extern, weil sie da sind, wenn du die richtigen nimmst. Das müssen RBHW-Ketone sein, ganz wichtig. Denn nur diese sind 100% bioidentisch. Helfen dir trotzdem einfach die Benefits zu haben. Ja, sie wirken als Signalmoleküle und Energieträger, genauso wie die Ketone, die dein Körper herstellt. Der Körper kann da gar nicht unterscheiden, weil du 100% die gleichen Ketone nimmst, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Du musst halt nur darauf achten, dass es halt wirklich RBHW-Ketone sind, sonst funktioniert das natürlich nicht. Eine Insulinresistenz, nur bei Diabetiker Typ 1, oder bezeichnet das auch eine Teilresistenz wie bei Typ 2, ketogene Ernährung ist doch zum Beispiel auch sehr fleischlastig. Also grundsätzlich, Typ 1 und Typ 2 musst du unterscheiden. Also Typ 2, der Altersdiabetes sozusagen, die Vorstufe dazu ist die Insulinresistenz. Also du hast immer erst die Insulinresistenz, die geht dem Typ 2 Diabetes Jahre, sogar Jahrzehnte voraus. Das heißt, sobald du deine Diagnose Typ 2 Diabetes irgendwann bekommst, warst du wahrscheinlich schon 5 Jahre, 10 Jahre vorher schon insulinresistent. Typ 1 Diabetes ist was anderes, entweder angeboren oder kann auch durch ein schlimmes Ereignis, eine Krankheit oder was, tatsächlich auch entwickelt werden und ist nicht reversibel. Also in den meisten Fällen ist das eine Situation, damit musst du leben, damit musst du klarkommen, damit musst du dich arrangieren, wobei einen Typ 2 Diabetes du immer auch umkehren kannst. Ja? Also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ketogene Ernährung, fleischlastig, es kommt halt darauf an, wie du sie gestaltest. Ja? Gegen Fleisch ist ja nichts einzuwenden, wenn du gute Quellen vom Fleisch nimmst. Ja, Gras, gefüttertes Weiderind, solche Geschichten, ist gar nichts dagegen einzuwenden. Du kannst natürlich auch eine Keto-Veggie-Diät machen. Ja? Also das ist auch möglich, es geht alles. Genau, merke ich selbst eine angehende Insulinresistenz? Ja, das kannst du schon merken. Messen ist natürlich immer besser als raten. In dem Fall wäre das der HOMA-Index, den du misst, um zu sehen, ob du eine Insulinresistenz hast. Und du kannst es aber merken an folgenden Symptomen. Also wenn du ganz viel müde bist, viel, viel Heißhunger hast, nicht länger ohne Essen auskommst. Also wenn du 4-5 Stunden mal nichts isst und das für dich wirklich hart ist, weil du dann
entweder wirst du eine Belastung für deine Mitmenschen, weil du richtig schlechte Laune kriegst, oder vielleicht auch noch schlimmer, Kreislauf geht in den Keller, dir wird schwindelig, vielleicht schwarz vor Augen, dir wird schlecht, manche Leute wird dann auch schlecht, wenn sie länger nichts essen. Das ist echt ein Zeichen von der Insulinresistenz. Auch Bluthochdruck, 98% aller Menschen, die tatsächlich Bluthochdruck haben, die haben auch eine Insulinresistenz. Wenn du so kleine Fibrome hast am Hals, kleine oder große, ja, also so kleine Hautanhängsel, so dunkle Haut, wie so eine Hautwarze sieht das aus, bildet sich ganz oft am Hals. So habe ich das auch gemerkt mit meiner Insulinresistenz. Also ich habe das plötzlich bekommen und dachte mir so, hey, ich erzähle die ganze Zeit Fibrome, das ist ein Symptom von der Insulinresistenz, was ist denn da los? Und ich habe mir dann schon gedacht, okay, ich habe also einfach das Thema Stress hat bei mir eine Insulinresistenz tatsächlich verursacht, also nicht eine schlechte Ernährung oder zu wenig Bewegung. Tatsächlich, bei mir ist wirklich das Thema Stress einfach so im Überlauf, also im Übermaß einfach präsent gewesen, dass ich da einfach eine leichte Insulinresistenz entwickelt habe. Ich habe dann auch Hunger-Index messen lassen und der war bei 2,2 und ich dachte mir so, scheiße, jetzt muss man was machen, ja. Und das war wirklich so der Warnschuss, also das Warnsignal, dass ich endlich mal angefangen habe, mich seriös mit meinem Stresslevel zu beschäftigen. Das auch echt gut verbessern konnte, auch mit externer Hilfe. Und somit bin ich jetzt wieder zurück auf den Homa-Index von 0,8. Puh. Aber so habe ich erkannt, so upsie, irgendwas passt hier nicht so gut. Ja. Und manche haben auch diese Fibrome hier an den Augen oder an anderen Stellen vom Körper. Manchmal sind auch so dunkle Flecken auf der Haut, kann auch ein Indiz dafür sein. Übrigens auch für Omega-3-Mangel. Also da muss man dann schauen. Genau, also wenn du so jetzt ein paar dieser Symptome hast, ja, 2, 3, vielleicht auch alle, die meisten da draußen haben ja eh gefühlt alle, aber jeder zweite da draußen hat ja auch eine Insulinresistenz, die meisten, ohne dass sie es überhaupt wissen, dann lass einfach mal den HOMA-Index checken, ja. Also der HOMA-Index, H-O-M-A, ist im Prinzip der Quotient aus nüchtern Blutzucker und nüchtern Insulin, wird dann noch durch einfach einen Wert noch geteilt, also beziehungsweise mal genommen mit einem Wert, multipliziert mit einem Wert. Völlig egal, das musst du nicht selber machen, das macht dein Arzt. Du sagst ihm HOMA-Index messen und dann macht er das. Meistens macht er das nicht, weil er sagt, braucht man nicht oder sagt, weiß ich nicht, was das ist. Dann gehst du einfach in ein freies Labor und lass es dort messen. Das wäre halt so der Tipp, dann hast du einen Ausgangswert. Wie stehst du mit deiner Insulinresistenz? Dann setzt du die ganzen Tipps um mit Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung und kannst am Ende gucken, bin ich schon besser, bin ich besser geworden, ist mein HOMA-Index, hat sich der reduziert und im Idealfall schaffst du es dann auch einfach abzunehmen. Was muss man beachten, wenn man eine Hashimoto, wenn man Hashimoto mit Schilddrüsenunterfunktion hat? Also im Grunde ist das ähnliches Thema. Ja? Also alle deine Probleme im Körper werden besser, wenn dein Blutzucker stabil bleibt. Wenn du alle Elemente umsetzt in puncto Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung, kannst du es auch schaffen, dein Hashimoto so gut hinzukriegen, dass es keine Belastung mehr für dich ist. Deine Schilddrüsenfunktion und dein Hashimoto auch in Remission zu bringen, haben schon ganz viele Menschen geschafft. Ja? Die Person, die ich kenne, die sich am meisten auskennt mit Hashimoto, Dr. Simone Koch, gerne ihr folgen. Sie hat auch extra ein Buch dazu geschrieben. Es gibt auch neulich erst kam eine Podcast-Folge zu dem Thema raus. Der Podcast heißt Phoenix Podcast, wenn du darüber mehr erfahren magst. Aber grundsätzlich alle Tipps, die ich dir hier gebe, definitiv helfen die dir auch bei dem Hashimoto. Ja, ganz, ganz wichtig. Und Ketone kannst du da auch trinken, weil oft dann die Frage kommt, ah, das darf ich ja dann nicht mit Hashimoto. Käse, du sollst dich nicht ketogen ernähren, beziehungsweise auch da muss man Abstriche machen, muss man sich individuell anschauen. Ich würde es dir nicht pauschal empfehlen, eine ketogene Ernährung zu machen mit Hashimoto, weil mit so einer Autoimmunerkrankung wie Hashimoto hast du ja immer ein erhöhtes Stresslevel in deinem Körper. Die ketogene Ernährung wird erstmal wahrscheinlich für dich auch Stress produzieren, wenn du plötzlich alle Kohlenhydrate weglässt. Das heißt, da kann es halt leider ein bisschen zu viel sein, des Guten, auch wenn man es gut meint, und kann einfach zu viel Stress verursachen und somit dir gar nicht gut helfen mit dem Hashimoto. Ja? Das heißt, da lieber entspannt Low Carb in Kombination mit den exogenen Ketonen. Und das Geniale ist halt, die kannst du halt nehmen. Du kannst trotzdem in Ketose kommen, obwohl du dich nicht ketogen ernährst. Also das ist halt mega. Die Ketone bringen dich sofort in die Beta-Oxidation. Habe ich das richtig verstanden? Nee, also die verbrennen natürlich kein Fett. Ja? Also genauso wie ich das gesagt habe, das kann gar nicht funktionieren, weil nur weil du was trinkst, also die Fettverbrennung, Ketogenese, fängt wirklich erst an, wenn der Körper eigene Ketonkörper produziert. Und das macht er, wenn er die Speicher aufgebraucht hat. Also wenn alle Speicher in Leber- und Skelettmuskulatur an Zucker leer sind, freigesetzt sind, verbraucht sind,
dann fängt die Leber an, aus dem eigenen Körperfett Ketone zu produzieren. Und diese Ketone dienen dann deinem Körper als Signalmoleküle und Energieträger und dann spricht man davon, dass du in Ketose bist. Das kannst du aber jetzt eben auch erreichen, indem dass du genau diese fertigen Ketonkörper, die ja sonst die Leber herstellt, von außen zuführst. Wichtig dann, dass du halt die richtigen nimmst, nämlich RBHB-Ketone. Da steht das RBHB für rechtsdrehendes Beta-Hydroxybutyrat und eben nur das ist das, was wirklich 100% bioidentisch ist, was dein Körper auch herstellt. Angenommen, man macht sehr viel Kraftsport und möchte mit Kreatin supplementieren, ist das bei Diabetes möglich? Ja, also wüsste ich jetzt nicht, warum nicht, ja. Wenn du da Zweifel hast, bitte erklär das mit deinem Arzt ab, ja. Dafür gibt es die Ärzte, die haben aber nochmal viel mehr Ahnung als ich tatsächlich, ja. Das heißt, wenn du da unsicher bist, je nachdem, wahrscheinlich fragst du, weil du noch ein anderes Medikament mit dazu nimmst. Kreatin ist ja ein ganz natürlicher Stoff, ja. Den kannst du ja auch aufnehmen, ja, aber wenn wir halt Kraftsport machen, wir Muskeln aufbauen wollen, ist es sehr, sehr hilfreich. Übrigens auch, ich werde auch bald Kreatin nehmen. Ich habe es ja schon bestellt in Mexiko, aber mexikanisches Amazon ist leider ein bisschen langsam. Ich warte schon seit über 2 Wochen auf meine Supplemente. Egal, nicht aufregen, hilft ja eh nichts. Ich nehme das Kreatin jetzt nicht zum Muskelaufbauen, tatsächlich, sondern ich nehme das Kreatin, um meine Kopf zu unterstützen. Ja, ich habe eine langsame Kopf, das hat mein DNA-Test ergeben. Bedeutet für mich, ich habe mein Körper baut langsamer Stresshormone ab. Und ich habe länger zu kämpfen mit Stress als jemand anderes. Ja? Wenn ich eine stressige Situation habe, dann ist jemand anders vielleicht schon mit der gleichen Situation schon fertig mit Abbauen und mein Körper arbeitet immer noch. Ja? Ich habe zwar eine sehr hohe Stressresilienz, die ich mir auch über die Jahre antrainiert habe, aber mein Körper reagiert schlechter auf Stress. Und da hilft mir Kreatin. Ja? Der Kreatinstoffwechsel, der unterstützt, die kommt. Also ihr seht schon, so ein Supplement wie Kreatin, was assoziiert man damit? Meistens Muskelaufbau. Yeah, ich werde ein richtiger Muskelprotz. Aber es gibt auch ganz viele andere Wirkungsweisen, wo man das noch einsetzen kann. Genau. Genau. In Bezug auf die Nieren, okay, da verstehe ich jetzt die Frage nicht, aber das wirklich halt so spezifische Dinge, erklär das mit deinem Arzt ab. Das ist immer besser, ja, wie irgendwen hier auf Instagram fragen. Aber das sage ich halt auch immer dazu, ja. Wenn ich sage, hey, puh, da will ich mit dem Arzt reden, dann würde ich sagen, hey, mach das auch lieber. Ich weiß nicht, da war immer noch eine Frage. Ich muss nochmal hochscrollen. Ich glaube, eine habe ich bis jetzt übersehen. Hashimoto haben wir gehabt. Beta-Oxidation haben wir gehabt. Ich glaube, das war's, oder? Ich scroll noch. Das haben wir auch schon gehabt. Okay, nee, habe ich nichts übersehen. Perfekt. Also an alle, die jetzt später reingekommen sind, das ist unser Fragefreitag, dein Fragefreitag. Heißt, du darfst alles fragen, was du fragen willst. Wenn ich es beantworten kann, gerne. Wenn nicht, dann sage ich dir das. Dann kann ich es leider nicht beantworten. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall. Und alle Fragen. Thema Abnehmen, Thema Insulinresistenz, Thema exogene Ketone. Dann können wir Schritt für Schritt deine Frage hier beantworten. Ist die Kombination Intervallfasten und exogene Ketone zu empfehlen? Sonja, ja, auf jeden Fall. Coole Sache, wird ja auch ein bisschen leichter fallen mit dem Intervallfasten. Manche haben hier ein bisschen Probleme, das Frühstück zum Beispiel ausfallen zu lassen oder generell weniger zu essen, eben aufgrund vielleicht von einer Insulinresistenz. Da sind die Ketone Gold wert, weil sie dir helfen, in deinem Fastenfenster trotzdem natürlich Energie zu haben, Power zu haben. Ich habe ganz jahrelang wirklich immer Intervallfasten gemacht, jeden Tag und am Vormittag meine Ketone getrunken. Mega genial auf jeden Fall. Und machen auch viele meiner Kundinnen, die ich habe meistens Frauen als Kunden, deswegen sage ich immer Kundinnen. Also sorry an alle Männer, die dabei sind und sich diskriminiert fühlen. Ihr seid natürlich auch herzlich willkommen. Viele, die halt bei mir landen, die haben halt schon eine Insulinresistenz, die sind übergewichtig, die haben auch Probleme mit Intervallfasten, weil ihnen schwerfällt, ja. Und da können natürlich die Ketone wirklich zum Einsatz kommen und dir den Startschuss geben, dass du halt Intervallfasten leichter durchhalten kannst, ja. Also das ist schon echt eine coole Sache. Genau, ich gehe mal wieder zu den Fragen, die über die Story gekommen sind. Ich sehe jetzt nämlich hier gerade keine neuen. Nö, erstmal nicht. Okay, die waren dann... Bei der Anita waren wir fertig. Olga, kannst du nochmal erklären, wie exogene Ketone bei Insulinresistenz helfen? Also genau das habe ich ja eigentlich gerade schon erklärt, aber ich wiederhole es jetzt nochmal schnell. Also, wie gesagt, Ketone, kein Wunder, Abnehmmittel, das haben wir geklärt. Das haben wir jetzt alle verstanden, oder? Daumen hoch, wenn du es verstanden hast. Ganz wichtig. Feuerwerk ist auch am Start hier, super. Mehr Energie durch die Ketone. Du möchtest dich automatisch mehr bewegen.
besserer Schlaf, verlängerte Tiefschlafphase. Danke für die Rose, sehr nett. Verlängerte Tiefschlafphase. In der Tiefschlafphase werden viele Hormone für deine Fettverbrennung produziert. Danke Max und danke Kerstin, ihr habt mir zugehört, finde ich gut. Und danke für die Herzen. Was haben wir noch? Die Blutzuckerregulierung, ich habe schon gesagt, kein Heißhunger mehr, für viele der Gamechanger. Plus natürlich die Verbesserung Langzeit gesehen, über die lange Zeit gesehen deiner Blutwerte, also deiner Blutzuckerwerte. HbA1c, nüchtern Blutzucker, HOMA-Index, hat man ja schon in Studien gesehen. Nur noch die Gabe von einem RBHW-Supplement. Also das ist schon richtig, ach, richtig genial. Entzündungsregulierung. Ketonkörper senken auch Entzündungen in deinem Körper. Auch das hilft dir definitiv beim Thema Insulinresistenz. Die Wurzel der Insulinresistenz, was ist das? Natürlich stille Entzündungen. Die Wurzel alle deiner Baustellen in deinem Körper. Alles, was in deinem Körper nicht rund läuft, was ist die Ursache? Stille Entzündungen. Das heißt, wenn du ein Supplement hast, wie die exogenen Ketone, das zusätzlich noch regulär, ständig, jeden Tag, wenn du es einnimmst, Entzündungen reduziert, ist das natürlich grandios. Plus, wenn du abnehmen möchtest, was die meisten hier ja wollen, Körperfett reduzieren, oder? Wer ist hier, weil er Körperfett reduzieren will? Schreib mal eine 1 in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Dann entstehen immer Giftstoffe. Beim Prozess vom Fettabbau entstehen Giftstoffe. Das ist ganz normal, das ist okay, das muss so sein. Ist einfach die Natur des Körpers, da kannst du nichts dagegen machen. Du kannst aber schon was dagegen machen, indem dass du diese Entzündungen wieder reduzierst. Da kannst du dann dagegen vorgehen, indem dass du ordentlich deine Haltephasen einlegst, wenn du abnimmst. Das ist schon mal das Erste. Plus natürlich, wenn du eine antientzündliche Ernährung fährst oder auch Supplemente noch nutzt, die Entzündungen in deinem Körper reduzieren. Okay, Kerstin und Veronik. Okay, zwei Leute von 12, das glaube ich nicht. Ihre Meinung über das Abnehmmedikament Ozempic. Naja, Ozempic, ja, gehört zu diesen sogenannten Abnehmspritzen. Ich finde das Wort immer irgendwie blöd, aber da versteht jeder, was es gemeint ist. Also meine Meinung, also meine ganz persönliche Meinung, don't do it, ja, also lass es lieber. Grundsätzlich machen die ganz schön viel Mist mit deinem Körper. Die gaukeln dem Körper was vor, was nicht ist. Die produzieren im Prinzip eine... Oh, was denn das hier? Das habe ich noch nie erlebt hier. Ja, so Konfetti-Regel. Was habe ich gemacht? So, oder? Jetzt kommt es nicht mehr. Egal. Die produzieren eine künstliche Hungersnot in deinem Körper. Wenn du das über einen längeren Zeitraum wirklich machst, dann beutest du deinen Körper enorm aus mit Nährstoffen. Du musst natürlich, wenn du das machen willst, warum auch immer, ich würde es nie machen, aber wenn du es machen willst, dann musst du es mit bestimmten Bedingungen machen. Die Nährstoffe erhöhen, ordentlich, ja, richtig krass, dich darum kümmern, plus trotzdem gesunden Lebensstil erlernen. Weil nur, wenn du jetzt Ozempic nimmst, damit abnimmst, okay, schön und gut, sagen wir mal, du gehörst zu den glücklichen Menschen, die es dann vertragen, ja, die nicht einfach nur dauerschlecht ist und die dauerhaft keine Energie haben, sagen wir mal, bei dir irgendwie scheint es zu funktionieren, du scheinst es zu vertragen, du kannst damit leben, hast du ja danach, wenn du es absetzt, überhaupt nichts gelernt. Du weißt dir dann immer noch nicht, wie du einen gesunden Lebensstil an den Tag legst. Was nötig ist mit Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe und Stressregulierung. Das heißt, wenn das bei dir der Fall ist, ja, dass dir das dein Arzt zum Beispiel, Celery, habe ich das richtig gesagt? Danke fürs Folgen. wenn dein Arzt dir das empfiehlt, dann also schau, dass du es mit einem Therapeuten machst, der dann auch davon Ahnung hat. Ja, der das nicht einfach nur verschreibt, weil es das jetzt gibt und weil es beim Abnehmen helfen soll. Der dich begleiten kann auf dem Weg, der dir beibringen kann, wie du dich ernähren sollst und der auch auf deine Nährstoffe achtet. Und ich glaube, die meisten Ärzte da draußen, die das verschreiben, die machen das nicht. Ja? Ich will jetzt da nicht schlecht über Ärzte reden, will ich mir auch nicht anmaßen, weil, wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber alter Schwede, was ich schon alles erlebt habe, das... Ich kann euch Horrorgeschichten erzählen. Ich habe auch mal ein Live dazu gemacht, das ist auch abgespeichert, in meinen Story-Highlights mit dem lieben Moritz, das ist ein Kollege von mir, der hat das in der Studie mal freiwillig mitgemacht. Also der war jetzt nicht krass übergewichtig, ja, aber der hatte schon einiges zu verlieren und der hat, ich glaube, die haben ihm gesagt, 8 Monate muss er das machen oder 6 Monate, ich weiß es nicht mehr.
Und der hat auch Geld dafür bekommen, aber er hat gesagt, kein Geld der Welt ist wert, mein Körper so zu foltern. Der hat dann davor aufgegeben, der hat dann auch auf das Geld verzichtet, das man ihm gegeben hätte, wenn er noch die 2 Monate durchgezogen hat. Er hat gesagt, ich bringe mich hier selber um. Kann ich nicht machen, das geht einfach nicht. Ja. Also wenn dich das live interessiert, schau es dir gerne an. Das ist meine Meinung zu der Sache. Ich würde das Zeug nie anfassen. Ja, du siehst es. Ja. Ich habe es ein bisschen schöner ausgedrückt. Wie viel Kohlenhydrate pro Tag empfiehlst du? Und wie lange sollte die lesen ist echt schwierig heute. Postabsorptive Phase andauern. Okay, was heißt postabsorptiv? Könnt ihr mal bitte nicht so kompliziert mit mir sprechen, ja? Also, wie viel Kohlenhydrate am Tag? Kann ich dir nicht sagen. Also erstens weiß ich überhaupt nicht, wer du bist, was dein Ziel ist, wo du hin möchtest. Das ist super schwer, das jetzt pauschal zu sagen. Es gibt nie eine Empfehlung, die für alle gilt. Nie. Nie. Es ist nie Intervallfasten für alle gut. Es ist nie Low Carb für alle gut. Es ist nie Keto für alle gut. Es ist nie Paleo für alle gut. Es ist nie vegan für alle gut. Vegan ist für die meisten vielleicht nicht gut. Aber du verstehst, was ich meine. Also grundsätzlich sage ich, wenn du dich Low Carb ernähren magst, ist erstmal wurscht, ob du 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag, 100 Gramm Kohlenhydrate oder 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag isst, solange du die richtigen wählst und sie klug einsetzt. Okay, ich erkläre, was das bedeutet. Die richtigen wählen, also kein Vollkorn, kein Getreide, keine Pasta, ja, das alles nicht, sind keine guten Kohlenhydrate, sondern lieber eine Süßkartoffel, stärkehaltiges Gemüse, meinetwegen, wenn du gut verträgst, Quinoa, Hülsenfrüchte, da muss man ein bisschen aufpassen, die meisten vertragen es leider nicht so gut, deswegen empfehle ich das halt auch nicht immer pauschal, musst du für dich herausfinden, vielleicht einlegen über Nacht, hilft bei vielen schon. Und klug einsetzen bedeutet was? Ans Ende der Mahlzeit setzen, damit der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Ja, das heißt, du kannst deine Insulinresistenz, dein Typ 2 Diabetes, auch besiegen, wenn du mehr Kohlenhydrate am Tag isst. Du musst halt nur lernen, die richtigen einzusetzen und sie klug einzusetzen. Das ist das, was ich damit meine. Zum Beispiel auch eben nicht isoliert auf nüchtern Magen Obst essen. Das ist auch Zucker, ist auch Kohlenhydrate. Sondern immer in Kombination mit Fett und Eiweiß, wenn du Kohlenhydrate isst oder Zucker isst oder ans Ende der Mahlzeit als Dessert. Und dann ist erstmal wurscht, wie viel Gramm Kohlenhydrate du am Tag isst. Ja? Genau. Also das heißt irgendwas mit aufsaugen, also was diese Phase bedeutet, lass mich das gerne wissen, dann kann ich dir da vielleicht noch mehr Input geben. Ansonsten bin ich raus. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Also gib mir gerne mal Feedback, ob das mit den Kohlenhydraten, das ist wahrscheinlich jetzt auch keine Antwort, die du hören wolltest, ja? Ihr Leute, ihr wollt immer eine klare Ansage, mach das, mach das, mach das, aber das kann ich dir halt nicht sagen, weil es ist immer individuell, dein Körper ist keine Maschine, ja? Bei einer Maschine, die programmierst du 1, 2, 3, 4 Klicks und dann läuft das Ding. Der Körper, der ist ein bisschen anders. Ja. Da muss man ein bisschen mehr dazu wissen und man muss da auch ein bisschen mehr reinschauen und gegebenenfalls auch mal schauen, was schwimmt denn so im Blut. Ja. Das ist ganz wichtig. Okay, ich habe Ozempic verschrieben bekommen. Ist das gut? Haben wir gerade geklärt. Ich glaube, da muss ich jetzt nichts mehr dazu sagen, wenn du jetzt erst später reingehüpft bist. Super gerne das Ganze im Nachgang anschauen. Es wird abgespeichert auf Instagram, es wird abgespeichert auf Facebook. Es wird auch später noch auf YouTube hochgeladen. Also hier, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, es tut mir leid. Gerne einfach auf die anderen Plattformen hüpfen. Auf TikTok kann ich leider nicht abspeichern, das geht leider gar nicht. So, hallo Winnie, schön, dass du dabei bist. So, was ist jetzt hier los mit der, wie hieß sie denn? Wie hieß sie denn? Die Vivian. Na, Vivendig 9. Vivendig 9. Hier, Namen, Leute, das ist echt schwer für mich hier. Ja, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. So, gehen wir weiter. Nächste Frage. Also, Olga, ich hoffe, das ist jetzt ordentlich erklärt worden jetzt, mit wie dich die Ketone bei Insulinresistenz unterstützen. Ja, immer nur ganz wichtig, die werden deine Insulinresistenz nicht heilen. Ja, die machen Blutwerte besser, das haben wir schon gesehen mit der Studie. Aber du sollst natürlich auch lernen, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung, was gehört dazu. Wo dich die Ketone auf welchen Ebenen überall unterstützen, habe ich, glaube ich, erklärt. Wenn dazu noch Fragen sind, jederzeit gerne melden. Okay, die Hanna fragt, wie sieht es mit dem Jojo-Effekt aus? Okay, das ist jetzt nicht auf irgendwas bezogen, da weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Also Insulinresistenz oder Ketone, was auch immer. Also die Frage in Kombination mit Ketonen kriege ich gefühlt täglich.
Nur weil du die Ketone wieder absetzt, kommt nicht der Jojo-Effekt. Der Jojo-Effekt kommt, wenn du wieder zurückfällst in alte Muster und wieder Schrott isst und dich nicht bewegst, klar nimmst du dann wieder zu. Ja? Das heißt, was ich jetzt sage, du musst lernen, einen gesunden Lebensstil an den Tag zu legen. Gewohnheiten in dein Leben holen, die zu deinem Alltag werden, die du jeden Tag ganz selbstverständlich umsetzt. Und was dann auch nicht mehr für dich Verzicht oder was bedeutet, sondern einfach nur Selbstfürsorge. Das heißt, ein Umdenken in deinem Kopf ist nötig. Wenn das nicht da ist, dann wirst du auch nie gesund werden. So ist es. Also das ist super hart. Ja? Vielleicht denkst du dir jetzt, boah, das ist voll gemein. So ist das Leben. Ja? Also wenn du da nicht bereit dazu bist, dann gehst du lieber gleich raus aus dem Live. Also wie gesagt, weil ich verschwende auch meine Zeit nicht mit Leuten, die jammern, dass es nicht funktioniert, aber nichts dafür tun. Also das sage ich halt auch echt so knallhart, weil ich habe wirklich viele Kunden und ich will mit denen arbeiten, die auch wollen. Ja, weil sonst bringt das einmal nichts. Das frustriert mich sonst. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als Leute, die ganze Zeit nur jammern und nichts verändern. Auch in meinem persönlichen Umfeld. Solche Menschen sind nicht in meinem Umfeld. Ja? Und solche Menschen habe ich auch keinen Bock, mit ihnen zu arbeiten. Also das ist wirklich nur wichtig. Peter fragt noch, welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du? Okay, also wie lange habt ihr Zeit? Machen wir ein neues Live draus? Keine Ahnung. Wichtig ist auch, warum fragst du das? Also warum willst du wissen, was ich nehme, um dann das Gleiche zu nehmen? Keine gute Idee. Messen ist immer besser als raten. Was natürlich cool ist, du hast schon mal eine Übersicht, okay, was könnte wichtig sein, was könnte für mich auch wichtig sein. Ich sag dir zumindest, die Grundausstattung sollte auf jeden Fall Omega-3 sein, sollte Vitamin D sein und sollte Magnesium sein. Jetzt, das ist wieder endlich mal eine Empfehlung, die für alle gilt. Ja, das darf sich jeder an den Kühlschrank pinnen. Diese drei Dinge nimmst du bitte täglich, jeden Tag, immer, jeder, alle in deiner Familie, auch deine Kinder. Ja, ganz wichtig. Vitamin D ist natürlich so eine Sache, wenn du wie ich hier in der Sonne lebst und weißt, dein Körper kann damit, also kann mit dem Vitamin D oder kann Vitamin D produzieren von dem bisschen Sonne oder von der Sonne, die du hast täglich, dann ist es super, dann musst du keins nehmen. In Deutschland ist aber gerade Winter. In Deutschland, selbst wenn du im Winter viel in die Sonne gehst, in Deutschland, was schwierig ist, weil so viel Sonne ist nicht da, ist die Sonneneinstrahlung in unseren Breitengraden, wo wir wohnen in Deutschland, viel zu gering, als dass da irgendein Vitamin D produziert werden könnte aus dem Sonnenlicht. Ich hoffe, das hast du schon gehört und ich hoffe, du supplementierst auch schon Vitamin D, zumindest im Winter. Im Sommer musst du mal schauen, wenn du ein Typ bist, der viel draußen ist, vielleicht auch draußen arbeitet, viel in der Sonne ist, kann es sein, dass du wirklich kein Vitamin D brauchst im Sommer, aber lass es bitte messen. Die meisten müssen es auch im Sommer supplementieren. Wenn ich jetzt wieder nach Deutschland fliege, Anfang April, was nehme ich dann als allererstes wieder? Natürlich Vitamin D, weil dann bin ich hier nicht mehr in der Sonne und das ist natürlich für mich gar nicht gut. Das heißt, ich muss unbedingt wieder Vitamin D supplementieren. Ja, das heißt, wenn du jetzt hier in einem Live bist und noch kein Vitamin D, noch kein Omega-3 und noch kein Magnesium nimmst, dann weißt du, was du jetzt zu tun hast. Also das kannst du wirklich immer nehmen, das kannst du auch nicht überdosieren. Wenn du es nicht supplementierst, hast du 100% einen Mangel. Geht gar nicht anders. Ja? Und alle anderen Nährstoffe, Zink, Selen, Eisen, wie sie nicht alle heißen, das definitiv einfach messen lassen. Messen ist immer besser als raten und dann gezielt supplementieren. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Kann man die Ketone trinken und die Nahrungsergänzungsmittel vorher oder nachher einnehmen? Klar, ja? Kannst du auch dazu einnehmen, das macht gar nichts. Vielleicht mit Magnesium ein bisschen vorsichtig sein, wenn du Durchfall davon kriegst. Ja? Also manche kriegen auch schon nur nach Ketonen trinken, erstmal Durchfall. Die meisten, wenn sie meine Anleitung nicht befolgen und gleich ein ganzes Tütchen nehmen, landen sie erstmal auf der Schüssel. Manche merken gar nichts, ja, also die haben, bei denen passt es. Das liegt auch meistens am Magnesium, weil in den Ketonen ist auch Magnesium drin. Und wenn du dein Magnesium, was du täglich nimmst, noch zu den Ketonen nimmst, ist vielleicht für den Körper gerade mal zu viel Magnesium. Also da würde ich vielleicht mit Magnesium würde ich einen Abstand machen. Alles andere ist völlig egal. Genau. Sehr gut. Was haben wir noch? Genau, hier. Dottore, cooler Name. Vitamin D bilden wir nur, wenn der Sonnenstand steiler als 45 Grad steht. Okay, schau, habe ich auch wieder was gelernt. Vielen Dank für die Info, was auch immer das heißt. Auf jeden Fall wahrscheinlich nicht in Deutschland im Winter. Ja, das ist das, was ich immer erzähle. Was definitiv so ist, wie die Sonne stehen muss mit 45 Grad. Ich hatte zwar Erdkunde-LK, aber da bin ich raus. Das heißt, wie gesagt, je näher du am Äquator bist, desto mehr hast du natürlich Wärme, Sonne, Hitze, ganz klar.
Und je weiter du davon weg bist, ja, ganz oben in Schweden, Norwegen, muss man garantiert das ganze Jahr Vitamin D supplementieren. Also das nur mal so zur Info. Genau. So, ich hoffe, das mit den Nahrungsergänzungsmitteln, Peter, war in Ordnung. Kennst dich jetzt aus. Wahrscheinlich auch nicht das, was du hören wolltest. Aber ich kann natürlich gerne noch erzählen, was ich noch zusätzlich nehme. Kurz, Schnelldurchlauf. Ich nehme noch essentielle Aminosäuren. Dann nehme ich das Smart Protein von Everydays. Ihr habt auch da überall den Code im Linktree, beziehungsweise den Link zur Webseite von Everydays. Ansonsten alles andere, das meiste nehme ich tatsächlich von Naturtreu, auch mein Vitamin D und mein Magnesium. Vitamin D ist der Sonnenfreund, Magnesium ist die Kraftreserve von Naturtreu. Auch da Link zu Naturtreu im Profil plus tatsächlich auch ein Rabattcode bei Naturtreu kann man 10% sparen, bei Everydays auch. Also für die Aminosäuren, die haben auch coole Darmbakterien, wer da Bedarf hat. Die haben auch einen coolen Stoffwechselkomplex, also um deinen Blutzucker zu senken. Lean heißt der, den kann man dann vom Essen nehmen, das ist auch cool. Dann nehme ich noch gerade im Moment die Frauenstärke von Naturtreu, um den Zyklus auch zu harmonisieren. Myo-Inositol ist da auch drinnen, richtig genial bei Insulinresistenz bedeutet. Das ist eh hier eine Frage noch, warte mal, das habe ich irgendwo vorher aufgeschrieben. Wo ist denn das jetzt? Das habe ich vergessen. Irgendwer hat nämlich gefragt, ob ich das nochmal mit dem Myo-Inositol erklären kann, wie das bei Insulinresistenz hilft. Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, aber gut, dass ich das gerade erwähne, weil könnt mal gerne auf Instagram Daumen hoch geben, wenn ihr mich wieder hören könnt. Ich glaube, mein WLAN war gerade so ein kurzer Aussetzer, aber ich glaube, es müsste wieder gehen. Das Inositol ist ein Stoff, der kommt in der Natur vor, der kommt in Lebensmitteln vor, Zitrusfrüchte, tierische Produkte, da haben wir ein bisschen Inositol drin. Danke für den Daumen hoch. Aber nicht wahnsinnig viel. Das heißt, da ist es so, dass ihr das noch supplementieren könnt. Und das Inositol, was macht es bei Insulinresistenz? Warum hilft es? Du kannst dir vorstellen, das Inositol, das dockt am Rezeptor der Zelle an. Ja? Also das ist deine Zelle, das Inositol kommt, das dockt am Rezeptor der Zelle an und hat eine Information dabei. Geht aber nicht in die Zelle rein, sondern dockt nur am Rezeptor an und übergibt diese Information, die es dabei hat, an einen Stoff innerhalb der Zelle. Und der Stoff in der Zelle geht dann mit dieser Information vom Inositol weiter ins Zielorgan. Also Beispiel bei den Eierstöcken, gerade bei PCOS auch interessant, das Zielorgan, das Ovar, also die Eierstöcke. Ja? Und das macht das Insulin, das Inositol an ganz vielen Stellen im Körper. Also du kannst sagen, das Inositol fungiert wie eine Art Second Messenger. Sorgt dafür, dass die Kommunikation wieder besser funktioniert. Und so auch eben mit Insulin, dass Insulin den Zucker wieder besser in die Zelle bringen kann. Und. Ja? Also das ist wirklich richtig cool. Gibt es auch schon ganz viele tolle Studien, die wirklich genau das zeigen. Und ich weiß, die Ärzte behaupten oft, hey, das Inositol, das hilft eh nichts. Ja, nimm lieber Metformin. Da sind wir wieder beim Thema Ärzte. Machen wir das fast nicht wieder auf. Ja, bisschen blöd. Was ist denn hier los hier? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, Wasserkocher. Was habt ihr für Namen, Leute? Ohne Witz. Also TikTok ist schon echt. TikTok bringt mich immer wieder zum Lachen. Also TikTok. Man hat echt verrückte Leute auf TikTok. Richtig Asi-Leute manchmal auch. Manchmal auch richtig lustige. Instagram ist immer super seriös. Die stellen auch die besten Fragen. Ja, die nehmen es wirklich ernst hier. Und auf TikTok haben manchmal echt. Aber ich finde das amüsant. Ich finde das amüsant. Und das Coole ist, ich habe so auch gelernt, wie man Menschen blockieren kann im Live. Ja, wenn die mich nerven, kann ich die blockieren. Das ist cool. So, also zurück zum Thema. Ich glaube, eine Frage habe ich noch. Wir haben schon hier 50. Das ist cool, weil Facebook sagt dir, wie lange ich schon live bin. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Alter Schwede, ich darf nicht so viel rumklicken hier, dann passiert wieder was. 50 Minuten bin ich schon live. Der Hannes fragt noch als letztes. Hä, das klappt ja nur, wenn ich mich ketogen ernähre. Okay, Hannes, das ist auch wieder eine Frage, wo ich nicht weiß, auf was du das beziehst. Die Insulinresistenz zu besiegen oder die exogenen Ketone klappt nur, wenn du dich ketogen ernährst? Beides nein. Ja? Also du musst dich nicht ketogen ernähren, um deine Insulinresistenz zu besiegen und du musst dich nicht ketogen ernähren, damit die exogenen Ketone helfen. Ich glaube, das habe ich vorher auch schon erklärt. Unterschied exogene Ketone, exogene Ketose, endogene Ketose, schau dir das gerne nochmal von vorne an. Im Live, auf jeden, im Live, wenn ich das nachher abspeichere, kann schon gar nicht mal reden, ich trinke nochmal einen Schluck Ketone, besser ist es. Schau es dir gerne nochmal an von vorne dann, das Live, wenn ich es abspeichere. Da habe ich das echt ganz gut erklärt, ja. Und auch bei der Insulinresistenz, ja, viele sagen, die beste Therapie
bei Insulinresistenz, bei Typ 2 Diabetes wäre Fasten oder eine ketogene Ernährung. Das kann ich eigentlich unterschreiben, das ist eine coole Sache, aber nicht jeder kann sich auf Dauer immer oder sollte sich auf Dauer immer ketogen ernähren. Ja, ich würde sagen, ja, schon, aber, ja. Und dann muss man sich das individuell einfach anschauen und für die meisten meiner Kunden klappt es wirklich am besten, eine entspannte Low-Carb-Ernährung zu machen in Kombination mit den exogenen Ketonen. Warum? Weil wenn du dich ketogen ernährst, ich habe mich zum Beispiel mal 3 Monate ganz strikt ketogen ernährt, ohne Pause, ohne irgendwas, hat bei mir nicht so, war nicht so gut. Also mein Zyklus hat es durcheinander geschmissen. Ja, irgendwann habe ich 2 Wochen später erst meine Tage bekommen, dann habe ich sie gar nicht mehr bekommen und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wenn dein Zyklus nicht mehr regelmäßig ist, weißt du, irgendwas passt nicht. Ja, und dann musst du auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen. Nicht einfach ignorieren und dich freuen, yeah, ich kriege meine Tage nicht mehr, endlich habe ich die Scheiße los. Nicht gut, gar nicht gut. Ja, ja, ich nehme mal einen Schluck hier. Genau. Ich war übrigens noch gar nicht fertig, euch zu erzählen, welche Nahrungsergänzungsmittel ich noch nehme. Peter wollte das ja wissen. Was nehme ich noch? Also gerade nehme ich noch sehr, sehr viel auch für meinen Darm, weil der gerade nicht so happy ist. Ich habe einen leichten Leaky Gut. Ich nehme noch Oreganoöl. Ich nehme Zeolit. Ich nehme tatsächlich auch gerade Akazienfaser noch. Ja, die mache ich immer in Aloana. Die mache ich immer in mein Frühstück rein. Was nehme ich denn noch? Alter Schwede. Ich nehme so einen Multikomplex. Das mache ich halt gerade jetzt beim Reisen. Den habe ich von MeToCare mir bestellt. Finde ich ganz cool. Den nehme ich aber nicht auf Dauer, den nehme ich halt jetzt, weil ich unterwegs bin und nicht so viel Nahrungsergänzungsmittel einpacken konnte. Natürlich Omega-3, ganz klar, das habe ich vorher ja schon gesagt. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Genau, aber wie gesagt, messen ist besser als raten. In diesem Sinne, ich habe jetzt keine neue Frage mehr gesehen. Danke an alle, die Fragen vorab wirklich schon in die Story gestellt haben, beziehungsweise in den Frage-Button. Also, Entschuldigung, Facebook, ich wackele immer das Handy, es tut mir leid. Ariane, Kerstin, Anita, Olga, Hanna, Peter und Hannes, danke für eure Fragen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Habt ihr mir schön Futter gegeben für mein Live. Danke auch an alle, die live dabei waren, die Fragen gestellt haben. Wenn du erst später dazugekommen bist, dir dann erst später noch eine Frage einfällt, du kannst es auch immer dann in die Kommentare stellen. Ich speichere das gleich ab hier auf Instagram. Wird auch abgespeichert auf Facebook und wird später auch noch auf YouTube hochgeladen. In TikTok, da kann man leider keine Lives speichern. Noch nicht. Ich hoffe, das geht irgendwann mal. Das heißt, da kannst du dich auf jeden Fall informieren. Ich bin auch immer nur eine Nachricht entfernt. Das heißt, wenn du noch eine Frage hast oder vielleicht auch eine Frage, die du jetzt dir dich nicht getraut hast, hier zu stellen. Ja, du darfst mich immer alles fragen. Keine Sorge, auch kritische Fragen. Dann definitiv mir einfach eine Nachricht schicken. Wie schnell trinkst du deine Ketone? Also normalerweise ist die Empfehlung, halbe Stunde, Stunde ganz gemütlich austrinken. Passt bei mir jetzt auch. Also eine Stunde bin ich schon am Start, weil ich bin ja schon eine Stunde live. Ja, du solltest sie halt schon innerhalb einer Stunde gemütlich austrinken. Warum? Dass du halt die ganze Konzentration der Ketone wirklich dann auch im Blut hast. Ja, wenn du es immer nur schluckerweise über den Tag verteilst, bist du ja nie komplett in Ketose. Witzigerweise machen das aber manche meiner Kunden und die berichten trotzdem von mehr Fokus und von mehr Energie und den ganzen anderen Vorteilen auch, wo ich mich immer frage, wie genau kann das sein? Ist das jetzt Placebo oder es scheint anscheinend auch zu funktionieren, ja, aber die ordentliche Empfehlung ist, es halt wirklich innerhalb von einer halben Stunde, Stunde gemütlich auszutrinken. Sonnencreme, weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst. Kann man nichts anfangen damit. Brauche ich ein bisschen mehr Input. Bisschen mehr Input. Könnte man sich auch schneller trinken? Ja. Wenn du zu schnell trinkst, wirst du schon merken, dann kriegst du nämlich Durchfall. Also du kannst sie schon auch in 10 Minuten runterkippen, wenn du das verträgst und du dann da keine Probleme hast. Alles gut, ja. Definitiv, mir macht das gar nichts. Ich kann die auch fast schon ächzen und bei mir passiert gar nichts. Aber ich sage halt vorsichtig, lieber langsamer trinken, weil manche kippen das runter auf Ex und dann wundern sie sich, dass sie auf der Schüssel landen. Kommt auch ein bisschen darauf an, welche Art von Ketone du hast. Wir haben zum Beispiel die Black Label Ketone, die haben mehr Ketone in sich schon drin. Da ist auch noch was drin, dass sie schneller aufgenommen werden. Und wenn ich die in 10 Minuten runterkippe, das ist auch nicht gut, ja? Dann lande ich meistens auch auf der Schüssel. Die muss ich auch langsamer trinken. Also probier es aus für dich, ja? Ich weiß jetzt nicht, wie du heißt oder ob du eine Kundin oder ein Kunde von mir bist. Ich sehe auch auf dem Foto, das ist so winzig klein, ich kann ihn nicht erkennen. Gerne nochmal, wenn du da mehr Input brauchst. Als Kunde weißt du ja eh, du hast meine WhatsApp-Betreuung dabei. Das bedeutet,
Du kannst mir einfach auf WhatsApp deine Frage stellen und in der Regel wird es auch einigermaßen zügig beantwortet. Manchmal schneller, manchmal weniger schnell, je nachdem, wie viele Nachrichten tatsächlich da sind. Wer filtert bitte? Also Entschuldigung mal hier, bin ich so herzlich oder was? Das ist so lustig hier auf TikTok. Also in diesem Sinne, ich bin ja schon fertig. Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende. Alles spätestens am Montag sehen wir uns wieder. Wenn ich Zeit finde, gehe ich morgen nochmal spontan live. Und danke an alle, die die Fragen gestellt haben. Und gerne auch bitte deine Leute unter mein Live verlinken, wenn du jemanden kennst, der nicht abnehmen kann, der eine Insulinresistenz hat, der schon alles versucht hat, der vielleicht mehr Energie braucht und, ja, der besser schlafen will. Verlink die Leute unter meine Inhalte, jemand, der dann schon Typ 2 Diabetes hat oder eine Insulinresistenz. So kannst du den anderen Menschen natürlich helfen. Das ist eine tolle Sache. Du unterstützt aber auch mich bei meiner Mission, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass wirklich jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. In diesem Sinne, happy weekend, hier Feuerwerk für euch zum Ende. Macht es gut, genießt das Wochenende und wenn Fragen sind, einfach jederzeit melden. Deine Patricia.